Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Astro City Mini, den Spielautomaten von Sega im Kleinstformat. Grundsätzlich muss man ja eigentlich sagen, dass die Ära der Minigeräte fast schon vorbei ist. Wir haben das NES Classic, Super Nintendo Classic, Mega Drive Mini, PC Engine Mini, das Neo Geo Mini, Computer haben wir im Miniaturformat mit dem C64. Der Amiga ist auch noch geplant, da bin ich tatsächlich ein klein wenig interessiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Hörner haben wir uns natürlich irgendwie abgestoßen. Dennoch hat bei mir die Neugier überwogen. Sega hatten das Gerät ja vor einigen Monaten exklusiv für den japanischen Markt angekündigt. Diesmal ausnahmsweise nicht von M2 umgesetzt, also der Firma, die unter anderem die PC Engine Mini, den Mega Drive Mini oder den Game Gear Mini gemacht hat, sondern von einer Sega-eigenen Spielzeugabteilung. Ich jedenfalls habe mir vorbestellt und es ist kurz vor Weihnachten angekommen. Im Original war das Astro City ein Gehäuse für ausgewachsene Spielhallenautomaten, mit denen Sega ab Mitte der 90er seine Arcade-Games ausgestattet hat. Für die Miniaturausgabe hat man sich an dessen Design orientiert, aber ein paar Änderungen gemacht. Das Gerät ist komplett eigenständig spielbar. Ihr könnt zwar keine Batterien reintun, aber wenn ihr entsprechend das USB-Mikrostromkabel verwendet, könnt ihr damit zocken, ohne an einem Fernseher sein zu müssen. Obendrein wurden 37 verschiedene Spiele verbaut, querbeet durch die Arcade-Geschichte Segas der 80er und 90er. Ich selber habe mir neben dem Astro City Mini noch einen kabelgebundenen 6-Button-USB-Controller im Astro City Design mitbestellt, damit ich beim Zocken am Fernseher nicht direkt am Spielautomaten sitzen muss. Preistechnisch lag das umgerechnet bei knapp 100 Euro für das Astro City Mini selber und 20 Euro für den Controller. Aber da man das Ganze nur bei Amazon in Japan bestellen konnte, kamen natürlich auch noch Versand- und Zollkosten von knapp 40 Euro hinzu. Was ich mir nicht mitbestellt hatte, war ein ausgewachsener USB-Arcade-Stick, der ungefähr das gleiche wie das Astro City Mini selber gekostet hätte und momentan sowieso ausverkauft ist. Und dazu gibt es noch einen Plastikstandfuß, damit das Astro City Mini ungefähr so ausschaut, wie ihr es von der Spielhalle her kennt, inklusive einem kleinen Plastikstuhl, den ihr daneben stellen könnt. Aber für den Gag habe ich nicht nochmal extra 30 Euro latzen wollen. Wenn ihr die schmucke Verpackung aufmacht und das Astro City Mini erstmals in die Hand nehmt, dann fällt euch auf, dass es doch ein klein wenig bulliger ist, als man annehmen konnte. Ich habe den Vergleich mit dem Neo Geo Mini gemacht und das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen schmaler und kleiner. Wenn man genauer hinguckt, sind die Maße nicht allzu weit voneinander entfernt, aber insgesamt wirkt das Astro City Mini ein klein wenig wertiger. Auf der Rückseite befinden sich hinten der gelbe Ein- und Ausschalter, daneben ein ganz normaler HDMI-Ausgang für den Video-Out, zwei USB-Anschlüsse, an denen ihr jeweils die Controller oder den Arcade-Stick anschließen könnt, ein gängiger 3,5 mm Klinkenstecker für die Kopfhörer und ein USB-Mikro-Anschluss für das beigelegte Stromkabel. Abgesehen davon ist nur ein vergleichsweise kurzes HDMI-Kabel für die Videoausgabe beigelegt worden. Leider kein eigenständiges Netzteil, das müsst ihr wieder mal selber beisteuern oder eine alternative Stromquelle finden. Ich hatte gerade nur meine Xbox One S zur Hand und habe es testweise mal an einen der USB-Ports da angeschlossen und ich hatte keine Probleme, damit das Gerät da zu betreiben. Also ist das eventuell eine Möglichkeit, wenn ihr gerade kein Netzteil zur Hand habt. Habt ihr einmal alles angeschlossen und eingeschaltet, dann lohnt es sich, einen längeren Blick auf den verbauten Bildschirm zu werfen. Der hat eine Auflösung von 480x800 Pixeln und ist im 16:9 Format. Interessanterweise ist keines der Spiele hier in Widescreen, alle sind entweder in 4:3 oder im noch schmaleren Hochkantformat. Für die Menüs bedeutet das, dass die komplette 16:9 Breite ausgenutzt wird, um entsprechend die Texte und die Grafiken und alles darzustellen. Innerhalb der Spiele seid ihr aber darauf angewiesen, entweder schwarze Balken an den Seiten zu haben oder einen der beiden wählbaren Rahmen auszusuchen. An sich ist diese Tatsache kein großes Problem und der Bildschirm selber macht zumindest in den Menüs eine gute Figur, vor allem wenn man die Helligkeit hochdreht, dann gibt es schöne Kontraste und gute Farbtreue. Etwas schwieriger wird es aber, wenn man bestimmte Spiele ausprobiert. Wenn man es mit so vielen verschiedenen Arcade-Games zu tun hat, die teilweise auf unterschiedlichsten Platinen rausgekommen sind, mit ihren ganz eigenen Auflösungen und Farbtiefen, dann muss man natürlich den besten Weg finden, sie auf so ein Gerät zu vereinen, sodass alles möglichst gut ausschaut. Und hier, finde ich, haben die Macher leider ein wenig daneben gegriffen.
Manche der Spiele, die sehen durchaus picobello aus. Das bedeutet wohl, dass ihre Grundauflösung exakt auf dem Bildschirm hier umgesetzt werden konnte und dementsprechend sauber sie auch aussehen. Dann wiederum gibt es aber solche Games wie Wonder Boy, die bei jedem Scrolling ganz, ganz starke Artefakte zeigen, die sich auch nicht durch irgendeine Einstellung beheben lassen. Auch die Vertikalshooter werden von ganz starkem Schimmern geplagt. Dann gibt es noch Titel wie Gangground, die von Haus aus mit einer etwas höheren Auflösung gelaufen sind und hier bei der Umsetzung leider etwas grobschlächtig wirken. Die einzig einstellbare Bildoption sind leider hier mal wieder nur Scanlines, die auf dem kleinen Bildschirm eigentlich ganz passabel wirken. Sobald ihr aber auf die HDMI-Ausgabe wechselt, sind sie viel zu dunkel und lohnen sich meines Erachtens überhaupt nicht. Das ist, wie erwähnt, nicht bei jedem Spiel so. Bei den meisten sollte es halbwegs vernünftig ausschauen. Allerdings, wenn es eben einem einmal auffällt, dann wird man es auch nicht so schnell wieder aus dem Kopf rausbekommen. Und leider muss man diese Kritik auch auf die HDMI-Ausgabe umsetzen, die zwar wegen der ausgegebenen 720p ein klein wenig anders ausschauen, aber die gleichen Spiele, die auf dem kleinen Bildschirm Probleme machen, die sehen auch am Fernseher nicht besonders gut aus. Sei es aber drum, gehen wir zu den anderen Punkten und zumindest in Sachen Eingabegeräte kann ich da viel Positives vermelden, denn der verbaute Stick als auch die Knöpfe sind sehr, sehr gut geworden. Vorausgesetzt, ihr findet eine rutschfreie Fläche, ansonsten eiert das Gerät beim Zocken hin und her, dann könnt ihr den kleinen Stick in die Finger nehmen und merkt, ey, der hat tatsächlich Mikroschalter verbaut. Das heißt, der klackert schön beim Spielen und hat dementsprechend auch Präzision. Auch die Knöpfe haben selber einen vernünftigen Druckpunkt und ich habe mich fast schon ein klein bisschen geärgert, dass ich den Stick nicht mitbestellt habe. Wenn der nämlich in der gleichen Qualität ist, dann wäre das wahrscheinlich einer, den ich sehr, sehr häufig benutzen würde. Alternativ, sofern ihr den mitbestellt habt, könnt ihr natürlich auch den USB Game Controller benutzen. Der hat ein knapp 2 Meter langes USB-Kabel, das leider ein bisschen an Länge verliert, weil die Controller-Ports hinten am Astro City Mini dran sind und ihr dementsprechend ein bisschen näher am Fernseher sitzen müsst. Zum Spielen finde ich den ganz in Ordnung. Auf der Rückseite sind an den Seiten noch kleine Erhöhungen, sodass er ein bisschen besser in der Hand liegt. Die Knöpfe selber, die fand ich am Astro City Mini ein bisschen besser als auf dem Gamepad, wobei schlecht sind sie nicht. Auch hier kann man sie vernünftig drücken. Und das Steuerkreuz selber, das hat mich ein klein wenig an das vom Sega Saturn erinnert, wobei mir das Sega Saturn Control Pad ein bisschen besser gefällt hier. Aber zumindest hier konnte ich vernünftig meine Eingaben machen und habe mich nicht groß irgendwie verdrückt. Also zum Zocken ist es absolut okay. Kleiner Warnhinweis, wenn ihr denkt, dass ihr einfach andere USB-Controller anschließen könnt, das funktioniert in den meisten Fällen leider nicht mit dem Astro City Mini, zumindest die, die ich hier durchgetestet habe, die sind nicht angesprungen. Das einzige, was wohl funktionieren soll, ist das japanische 6-Button Mega Drive Mini Gamepad, von dem ich leider aber kein Exemplar hier habe. Bevor wir zu den Spielen kommen, reden wir ein bisschen über das Menü. Obwohl das Astro City nur in Japan rausgekommen ist, habt ihr auch die Möglichkeit, englische Bildschirmtexte einzustellen. Die beschränken sich aber nur auf die Menüs selber. Die Spiele selbst sind alle in Japanisch vorhanden. Das heißt, selbst ein paar, die ein bisschen textlastiger sind, könnt ihr durch Umstellen auf Englisch nicht in der englischen Version laufen lassen. Ansonsten könnt ihr noch die Lautstärke als auch die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Beide Optionen haben selbstverständlich bei der Ausgabe per HDMI keinerlei Verwendung. Unter Screen Settings finden sich die Scanlines und unter Wallpaper Settings könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ganz schwarze Balken haben wollt oder einen von 2 verbauten Rahmen. Im Hauptmenü selber sind alle 37 Spiele nur in chronologischer Reihenfolge verfügbar. Ich konnte zumindest keine Funktion finden, um die Sortierung irgendwie anzupassen. Deshalb werden wir sie auch gleich in dieser Reihenfolge durchgehen. Für jedes Spiel sind 2 verschiedene Save States vorhanden und bei manchen der Games könnt ihr euch aussuchen, die Intro-Musik gegen eine aus den Spielen auszutauschen, wenn ihr länger im Menü verweilt. Die Spiele, die verbaut wurden, sind wie erwähnt alle in der japanischen Version vorhanden. Da manche von denen von Haus aus sowieso englische Texte haben, ist das in den meisten Fällen halb so wild. Ihr habt leider keinerlei Möglichkeiten an irgendwelchen internen Settings für die Spiele, was den Schwierigkeitsgrad oder andere sogenannte Dip-Switches angeht, zu drehen. Ihr seid also darauf angewiesen, welchen Modus sich Sega für die Games jeweils ausgesucht haben. Dann bleibt noch die Frage nach dem Eingabe- und Soundlag. Das ist ja eine Sache, mit der alle Emulationsgeräte zu kämpfen haben und zumindest laut Aussage von Leuten, die über das entsprechende Testequipment verfügen, hat auch das Astro City Mini einen ganz kleinen Eingabelag als auch einige Frames Sounddelay, nicht unähnlich zum Mega Drive Mini.
In meiner subjektiven Wahrnehmung muss ich sagen, dass ich sowohl per HDMI als auch auf dem kleinen Bildschirm nicht wirklich was davon gespürt habe. Da wirkte alles relativ responsiv und ich konnte die Spiele vernünftig zocken. Aber das kann natürlich auch die Gewöhnung an Emulationsgeräte sein und das äußert sich bei jedem selbstverständlich anders. Also behalte das bei dem potenziellen Kauf im Hinterkopf. Kommen wir aber zu den Games und den Start macht Flicky, ein ganz, ganz frühes Arcade-Game von Sega. Manche kennen es vielleicht von der Mega Drive-Umsetzung. Ein Side-Scroller-Puzzle-Game. Ihr seid ein kleiner Vogel, der durch Labyrinthe springen muss und kleine andere Vögel einsammelt, die man dann zu Ausgängen bringen muss. Zwischendurch laufen Katzen und andere Gegner hinterher, von denen man sich natürlich nicht erwischen lassen darf. Das ist nicht besonders komplex, aber ich habe Flicky eigentlich immer ganz gern gemocht und zumindest von der Handvoll Runden lohnt es sich, das Game hier einzulegen. Ninja Princess ist die ursprüngliche Arcade-Fassung vom Master System Game The Ninja. In der Heimversion hat man noch einen männlichen Charakter gespielt. Hier spielt man die Prinzessin, die mit Ninja-Sternen in alle Richtungen werfen kann. Dazu gibt es einen Button, um nach vorne zu werfen, plus eine Taste, um sich unsichtbar zu machen. Und mit diesen Fähigkeiten muss man sich durch diverse vertikale Bildschirme Run-and-Gun-Style durcharbeiten. Ich finde ziemlich knifflig. Man braucht einige Zeit, bis man da reinkommt. Man kann auch damit Spaß haben, aber erst, wenn man die nötige Arbeit investiert. My Hero kenne ich ebenfalls vom Master System, wobei die Packung war mir bekannt. Das Spiel selber habe ich leider nie bisher zocken können. Hier in der Arcade-Fassung ist es ein Side-Scrolling-Beat'em-up, nicht unähnlich zu Kung Fu Master, aber ich finde hier, es spielt sich schon relativ sperrig. Man muss vergleichsweise nah dran an die Gegner gehen. Man hat selber eine relativ große Hitbox und kann leicht getroffen werden. Auch hier ist der Frustfaktor also relativ hoch. Das nächste Spiel ist das gute alte Space Harrier, der Third-Person-Shooter, der tausendfach neu aufgelegt wurde, der in Shenmue drin gewesen ist. Ich glaube, die letzte Version, die ich mir gekauft habe, ist die für die Nintendo Switch mit den etlichen Upgrades gewesen. Eine Besonderheit, die hier ist, ist, dass ihr die Achse ändern könnt. Das heißt, wenn ihr invertiert spielen wollt, so dass der Charakter nach oben geht, wenn ihr nach unten drückt und andersrum, dann könnt ihr für ein paar Sekunden auf die C-Taste gedrückt halten und dann wird das eingestellt. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr das wieder ändern. Also eine ganz coole Sache. Der nächste Titel, der ist ebenfalls ein Klassiker, nämlich die Arcade-Version des ersten Fantasy Zone. Und mit dem Franchise, da verbindet mich ja so ein bisschen eine Hassliebe. Als knallbuntes Cute'em-up mag ich es ganz gerne und auch wie die Level verbaut sind. Aber der Schwierigkeitsgrad, der ist so knallhart, dass ich das ein um andere Mal dran verzweifelt bin. Hier gibt es ein klein wenig Linderung diesmal, denn eine der Tasten wurde dafür benutzt, Dauerfeuer reinzupacken. Und damit habe ich es ein bisschen gespielt und fand, dass es tatsächlich um einiges verträglicher ist. Also wenn ihr selber mit Fantasy Zone auf Kriegsfuß steht, dann testet das mal aus. Jetzt ist Wonderboy dran, das lege ich eigentlich immer wieder ganz gerne auf, vorwiegend in der Master System Version, die ich auch vielleicht ein kleines bisschen besser als die hier verbaute Arcade-Fassung finde, weil die Steuerung verzeihlicher ist, wobei das Arcade-Original hier ein bisschen besser ausschauen tut. Wie erwähnt, wenn ihr es auf dem kleinen Bildschirm zockt, dann habt ihr die starken Artefakte. Die sind hier mit HDMI nicht so ausgeprägt, wobei super sauber ist das Scrolling hier leider auch nicht. Von Quartet 2 selber hatte ich einiges gehört, aber bisher erst noch nicht selber spielen können. Die 2 im Namen steht übrigens nicht dafür, dass es ein Sequel ist, sondern dass es sich um die 2-Spieler-Version handelt. Es gibt auch noch eine 4-Spieler-Fassung. Ihr seid mit eurem Charakter Side-Scrolling-technisch im Weltraum unterwegs und ballert diverse Gegner um. Es geht darum, einen bestimmten Feind zu finden, um Schlüssel zu finden und dann den Ausgang zu öffnen. Gefiel mir ganz solide. Vor allem die Musik, die war richtig gut. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Minuten mehr zocken. Alex Kidd with Stella the Lost Stars, die Arcade-Fassung des zweiten Alex Kidd Games. Das erste war ja Alex Kidd in the Miracle World und das habe ich sehr gerne gespielt. Den Nachfolger auf dem Master System, der hat mir nie so sehr geschmeckt. Der war ja eher klassisches Jump'n'Run mit einem vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad und vor allem diesem markerschütternden Schrei auf dem Master System, wenn man gestorben ist. Das ist hier in der Arcade-Fassung zwar auch vorhanden, aber es hört sich zum Glück nicht so schrill an. Was noch vorhanden ist, ist eben der Schwierigkeitsgrad. Die Gegner, die springen einem doch schon mal direkt vor die Füße und Lebensverlust lässt sich nicht so einfach vermeiden. Also ich bin nie so richtig damit warm geworden und auch jetzt hier in der Arcade-Fassung ist es nicht unbedingt besser geworden.
Alien Syndrome habe ich tatsächlich in den letzten Monaten häufiger gespielt. Es war ja Gegenstand diverser Folgen im Retro-Club in den verschiedensten Varianten. Hier ist die originale Arcade-Fassung des Top-Down-Run-and-Guns. Ihr seid auf Raumstationen unterwegs, erledigt Aliens mit verschiedenen Waffen und habt ein sehr knackiges Zeitlimit, um Überlebende zu finden, den Gegner am Ende zu besiegen und dann zur nächsten Raumstation zu fliehen. Das kann durchaus schwierig werden, macht aber auch schon irgendwie Spaß, wenn ihr euch auf das Abenteuer einlasst. Dann ist es zumindest keine so schlechte Wahl. Wonderboy in Monsterland, das adventure-lastigere Sequel zum klassischen Wonderboy. Auch hier leider mit Scrolling-Artefakten geplagt, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Ist so ein halber Schritt zwischen dem normalen Jump'n'Run vom ersten Teil und dem Metroidvania, was wir beim dritten hatten, hier noch reingezwängt in ein Arcade-Kleid mit Zeitlimits und Verstecken und hohem Schwierigkeitsgrad. Ich versuche mich immer wieder eigentlich ganz gerne und merke dann kurz vor Ende, dass mein Skill nicht ganz ausreicht. Wenn ihr euch in das Abenteuer stürzen könnt und es überwindet, dann Chapeau, Respekt und habt hoffentlich viel Spaß. Das erste Shinobi aus der Arcade, ein richtig gutes Side-Scrolling-Game, inspiriert von Rolling Thunder von Namco, aber das ist halb so wild, denn auch Shinobi ist ein richtiger Klassiker. Hier ein paar Änderungen gegenüber anderen Versionen. Die Madonna-Poster aus den anderen Spielen sind hier im Hintergrund verschwunden und der Ninja, der an der Wand hängt, der in anderen Spielen so ein bisschen an Spider-Man erinnern könnte, wurde hier nochmal umgefärbt. Ansonsten hat es sich recht originalgetreu angefühlt und ich lege immer wieder gerne Runde mit Shinobi ein, wie so oft bei den anderen Spielen. Solange der Skill reicht, versuche ich zumindest so weit zu kommen, wie es geht. Sonic Boom selber kannte ich auch nur maximal vom Namen her. Jetzt, wo ich es gespielt habe, ist es ein recht ordinäres, vertikales Shoot'em'up. Das sieht für das Release-Jahr 1987 ganz solide aus. Es macht auch schon irgendwie Spaß, aber hier gilt, wie für alle vertikalen Shoot'em'ups leider, haben sie es mit dem Scrolling verhauen und auch in der HDMI-Fassung sind Artefakte dabei. Also wenn ihr spielen wollt, müsst ihr euch darauf einstellen. Scramble Spirits macht schon vertikal-shooter-mäßig ein klein wenig anders als Sonic Boom mit Zweiter Weltkrieg-Thematik. Leider auch hier Scrolling-Artefakte mit dabei. Gameplay-technisch habt ihr die Möglichkeit, eure Assistenzflieger nicht nur dafür zu benutzen, mehr Feuerkraft zu haben, sondern quasi auch als Mini-Smart-Bomb. Ihr könnt sie opfern, um euch eine Schneise zu schlagen. Und es gibt ein paar schöne Zoom-Ins. Wenn ihr in bestimmte Bereiche kommt, dann geht die Kamera ganz nah ran, so dass ihr euch in Close-Up durchbaut. Müsst und ist auch hier eine ganz nette Geschichte. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass sie zumindest ein paar Filter reingetan hätten. Wonderboy 3 Monster Lair solltet ihr nicht mit Wonderboy 3 The Dragon's Trap verwechseln. Das ist ja das Metroidvania-artige Spiel vom Master System und von der Neuauflage. Das hier ist das Arcade-Game mit Autoscrolling und Shoot'em-Up-Level. Das ist nicht schlecht, das macht Spaß, das sieht gut aus und hat auch eine hohe Projektildichte. Die wird auch hier auf dem Astro City Mini vernünftig umgesetzt. Ich persönlich bin wesentlich größerer Fan von The Dragon's Trap als dem hier, aber wenn sie schon alle Wonderboy-Spiele aus der Arcade verbauen wollen, dann packt das gerne auch mit drauf. Gangground war nie mein Lieblingsspiel auf dem Sega Mega Drive, aber irgendwie, es kitzelt immer wieder mal, das auszuprobieren, weil die Leute, die es mögen, die mögen es richtig. Ihr sucht auch einen Charakter aus und müsst euch dann durch diverse Gegnerhorden, die vergleichsweise klein auf dem Bildschirm dargestellt werden, durcharbeiten, also mit präzisen Schüssen, mit vernünftigen Ausweichen, hat so ein leichtes Taktik-Element. Hier kommt auch nochmal hinzu, dass es ein High-Resolution-Titel gewesen ist, der durch die Auflösung vom Astro City Mini eben ein bisschen matschig aussehen kann. Auch hier muss man sagen, könnt ihr ein Auge zudrücken, dann geht auch hier noch einiges. Crackdown habe ich auch auf dem Mega Drive hauptsächlich gespielt, war da nicht unbedingt mein Lieblingsgame, aber schlecht ist es nicht. Hier in der Arcade-Fassung ist es weiterhin ein Top-Down-Shooter, bei dem ihr durch diverse Komplexe euch durcharbeiten müsst und an den entsprechenden Stellen Bomben legen. Eigentlich für mehr Spieler ausgelegt, deshalb ist der Bildschirm auch so klein vom Ausschnitt und verteilt. Da müssen nämlich beide Schirme für die Leute draufpassen, damit man unabhängig voneinander laufen kann, plus die Karte und die ganzen Anzeigen, die man hat. Ja, wenn ihr noch jemanden findet oder mit einem anderen Controller spielen könnt, lohnt es sich wahrscheinlich mehr. So müsst ihr es euch überlegen, ob es die Zeit wert ist. Das erste Golden Axe. Auch hier muss ich ein Geständnis machen, falls ich das nicht anderswo schon mal gesagt habe, aber ist nicht unbedingt mein Lieblingsgame. Die
Beat'em Ups von Sega, die können ja ziemlich cool sein. Gerade Streets of Rage gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fand, dass das erste Golden Axe trotz der Fantasy-Thematik sich immer ein bisschen ja träge gespielt hat. Und ich komme nie so richtig rein, jedes Mal, wenn ich es anfange. Selbst hier in der Arcade-Fassung nicht, da verlässt mich recht schnell die Motivation. Vielleicht sieht es bei euch anders aus. Wenn ihr spielen wollt, drauf ist es. Cyber Police eSWAT. Ratet mal, auch hier habe ich es auf dem Mega Drive hauptsächlich gespielt, war eines der Games, die im Kielwasser von Shinobi und natürlich auch Rolling Thunder entstanden sind, also ein Side-Scrolling-Ballerspiel, wo ihr entsprechend ausweichen müsst. Hier ist so der kleine Kniff, dass ihr erst mit einem normalen Polizisten unterwegs seid, der sich nach Level seine Beförderung abholen kann, bis er zum eSWAT Cyberpolizisten wird. Dann seid ihr als quasi Robocop-artiger Kämpfer unterwegs mit mehr Fähigkeiten, ist in Ordnung. Ich persönlich bevorzuge Shinobi und Rolling Thunder, aber auch hier kann man sich das in der Arcade-Fassung ruhig mal geben. Shadow Dancer, habe ich mich gefreut, dass es hier auf dem Astro City Mini mit drauf ist. Die Mega Drive Fassung, die habe ich selbstverständlich auch gespielt, wobei die ziemlich anders ist vom Levelaufbau und von den Gegnern. Aber auch die Arcade Fassung, die hat einen kleinen Stein im Brett bei mir, weil ich sie auch in der Amiga-Umsetzung öfters gezockt habe. Insbesondere gefällt mir der erste Level auf dem Flughafen und dass ihr mit einem Hund unterwegs seid, der die Gegner in Schach halten kann. Insgesamt vielleicht nicht ganz das hohe qualitative Niveau des allerersten Arcade Shinobi, aber wenn ihr das gemocht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch mit Shadow Dancer viel Spaß haben. Alien Storm fand ich immer ein bisschen merkwürdig von der Art des Spieles und von der Umsetzung. Eigentlich fühlt es sich an wie ein Beat'em Up. Ihr seid als Alien-Jäger unterwegs und ja, Monster aus dem Weltraum sind über die Erde hergefallen und ihr müsst versuchen, sie zu tilgen. Eine Art Alien-Busters. Ihr lauft herum Beat'em Up-Style und benutzt dann eure Waffen, um die Gegner dann umzuhauen. Es gibt ab und zu mal zwischendurch Abschnitte aus der Ego-Perspektive. Die sind ganz hübsch dargestellt. Da ballert ihr fast Lightgun-mäßig in den Bildschirm rein. Ja, für Alien-Fans ist das eine nette Sache. Ich kenne bessere Beat'em-ups, muss ich sagen, auf Sega-Geräten. Für eine Runde ist es auch aber mal ganz okay. Hey, schau mal, es ist... es ist Columns. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Bonanza Brothers kenne ich auch ganz gut, habe es ja auch im Retro-Club vor einiger Zeit vorgestellt, da in der Mega-Drive-Version, in der Arcade-Fassung hier noch ein bisschen hübscher und mit höherer Auflösung ausgestattet. Sieht sogar ganz gut hier auf dem Astro City Mini aus, als einer von zwei Brüdern. Ihr könnt aber natürlich auch zu zweit gleichzeitig spielen, wenn ihr noch jemanden dabei habt. Seid ihr in verschiedenen Gebäuden unterwegs, müsst ihr euch vor Wachmännern und Polizisten verstecken und die Schätze finden, ausrauben und am Ende mit einem Zeppelin fliehen. Ein nettes Konzept, muss man auch entsprechend Bock drauf haben. Spiele ich lieber, muss ich sagen, zu zweit als alleine. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, dann testet's mal aus. Hey, guck mal. Columns 2. Na gut, zeige ich ein bisschen mehr was dazu. Columns natürlich als Tetris-Klon von Sega hat seine ganz eigene Fangemeinde gefunden. Dazu zähle ich persönlich nicht dazu. Hier im zweiten Teil gibt es noch ein paar Gameplay-Änderungen. Der sogenannte Flash-Columns-Modus, wo ihr, soweit ich sehen konnte, dann gewisse Puzzle abbauen müsst und bestimmte Steine finden. Ihr könnt euch also aussuchen, welchen von beiden ihr spielt oder nicht spielt. Thunder Force AC ist leider der einzige horizontale Shooter hier auf der Collection mit drauf, wobei es ein ziemlich guter ist. Es basiert auf dem Mega Drive Klassiker Thunder Force 3, ist nicht exakt das gleiche Spiel, sondern wurde mit Gegnern und Elementen aus Thunder Force 2 nochmal mit aufgefüttert. Wer auf dem Super Nintendo die Serie gespielt hat, kennt es vielleicht als Thunder Spirits. Sieht gut aus, passt, wackelt, hat Luft, macht Spaß. Wenn ihr horizontale Shooter mögt, dann probiert sie aus. Das nächste Spiel heißt Red Mobile und ist eines der wenigen Rennspiele, die hier mit drauf sind. Das finde ich ziemlich schade. Über ein Outrun hätte ich mich auch gefreut. Aber der Grund ist wahrscheinlich, dass eben kein Lenkrad mit auf dem Astro City Mini drauf ist. Für Red Mobile haben sie es zumindest mit der normalen Steuerung hier umgesetzt, mit Stick und den Buttons. Ich finde, ist ein okayes Rennspiel. Hat eine hohe Geschwindigkeit, schöne Dreh- und Kippeffekte. Man kann relativ leicht auf andere Gegner auffahren und sich
wirklich so crashen, aber das ist eventuell auch eine Übungssache. Kleine Besonderheit, die dieses Spiel hat, wenn ihr mal auf die obere Seite an eurem Rückspiegel schaut, da hängt eine kleine Sonic-Figur. Das war tatsächlich der allererste Auftritt von Sonic in einem Sega-Videospiel, bevor er noch in seinem eigenen Spiel aufgetreten ist. Und ja, eventuell ist das der Grund, warum es hier mit drauf ist. Cotton, hey, nicht nur eine angenehme Überraschung, sondern hat mich auch ein klein bisschen lügen lassen, denn es ist tatsächlich das zweite horizontale Shoot'em-up, was hier auf dem Gerät drauf ist, neben Thunder Force AC, also mea culpa, tut mir leid, aber umso besser, mir war gar nicht bewusst, dass Cotton auch zu Sega gehört. Ein schönes Cute'em-up, wie gesagt, horizontal Shooter mit einer kleinen Hexe auf einem Besen, mit kreativen Gegnerhorden, mit verschiedenen Angriffsmöglichkeiten, hatte ich zuletzt noch mal länger gespielt, eben um es im Retro-Club vorzustellen und schön, dass es hier mit drauf ist. Es hätte durchaus schlechtere Titel geben können, die hier mit auf dem Gerät sein hätten können. Raven Fight. Finde ich auch sehr cool, dass es hier drauf ist, vor allem, weil es ein Titel ist, der immer bei der Emulation ein klein wenig Probleme macht. Ein Beat'em Up von Sega mit sehr, sehr großen Sprites, fast den gesamten Bildschirm hoch und Gegner, die kommen auch mit schönen Animationen bildschirmfüllend rein, wenn ihr sie bekämpft. Vom Gameplay selber ist es solide, das ist jetzt kein Streets of Rage in High-Quality-Version, hat eine schöne 1001-Nacht-Geschichte, die hier erzählt wird. Zumindest zum einmal durchklöppeln ist es auf jeden Fall sehr geeignet und wie gesagt, schön, dass es hier mit dabei ist. So, das, was ich über das erste Golden Axe gesagt habe, wird mir schnell ein bisschen langweilig. Da gefallen mir andere Beat'em-ups besser. Das kann man nicht hier auf Golden Axe The Revenge of Death Adder anwenden. Das ist nämlich mitunter der Grund, warum ich mir das Astro City Mini geholt habe. Eines der Spiele, die meines Wissensstands nach bisher nicht wirklich offiziell in den Heimbereich übersetzt wurden. Auch ein Game, was Emulationsprobleme häufiger mal haben kann. Für das Sequel von Golden Axe, das ist ein anderes Game als das Golden Axe 2, was wir auf dem Mega Drive kennen, ist Sega in die Vollen gegangen, hat viele neue Charaktere mit reingebracht, große bildschirmfüllende Sprites, tolle Effekte, alternative Wege, gutes Gameplay, eine schöne Dynamik und ja, das könnt ihr jetzt hier auf dem Astro City Mini drauf haben, vielleicht der beste Titel. Puyo Puyo. Ja, wenn es die Wahl gibt zwischen Puyo Puyo und Columns, dann entscheide ich mich für Puyo Puyo. Wenn ich aber nicht spielen muss, dann spiele ich lieber Tetris, muss ich sagen. Puyo Puyo kennt ihr natürlich durch viele andere Umsetzungen. Hier in der Arcade-Version ist das die Ursprungsfassung des Spiels, was wir später im Westen als Dr. Robotnik's Mean Bean Machine auf dem Mega Drive gesehen haben. Ein solides Puzzle-Game mit den zwei Blobos, die jeweils herunterfallen. Auch in der Arcade-Fassung funktioniert hier das gut. Ich bin ein bisschen ausgespielt, was Puyo Puyo angeht. Dark Edge, ja, ein Spiel, was mir überhaupt nicht geläufig gewesen sind, bevor ich vom Astro City Mini davon gehört habe, habe es jetzt auch zum ersten Mal hier gespielt und ich muss sagen, ist überhaupt nicht meins, meines Erachtens vielleicht sogar das schlechteste Spiel, was hier drauf ist, ein Fighting Game, was mit großen skalierenden 2D-Sprites arbeitet, aber vom spielerischen her eher ein 3D-Prügler ist, wo man nach vorne und hinten in die Tiefe gehen kann und das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Gut, für mich zumindest. Ja, es gibt verschiedene Kämpfer, die man auswählen kann. Man hat verschiedene Kombos, die man mit den Tasten auslösen kann. Also richtig Spaß hat sich nicht bei mir eingestellt und ich war auch nicht unbedingt hier bereit, viel länger als einige Sessions zu investieren. Testet's mal aus, eventuell findet ihr Spaß dran. Ich konnte es nicht. Tent R ist ein ganz merkwürdiges Game, anscheinend im Bonanza Brothers Universum angesiedelt, wenn man vom Charakterdesign aus her geht. Als Spiel selber aber ist es so eine Art Minispielsammlung, nicht unähnlich zu WarioWare. Die eigentlichen Games sind ein bisschen länger, man hat verschiedene Runden. Hier kommt leider die Sprachbarriere zum Tragen, denn die Anleitungen für die Games, die angeblendet werden, sind auf Japanisch und da müsst ihr ein bisschen ja, nachdenken und ausprobieren, um zu sehen, was das Game eigentlich von euch will. Kann Spaß machen. Muss es nicht. Und hier haben wir das eigentlich andere große Highlight des Astro City Mini. 1993 rausgekommen, das allererste Virtua Fighter von Sega in der Arcade-Version. Das erste Mal, glaube ich, dass ein Model 1 Game umgesetzt wurde im Heimbereich auf so kleinen Mini-Konsolen. Eigentlich dachte ich zumindest mit den Standard-Bauteilen, die hier benutzt werden, dass die zu schwach dafür sind. Man muss sagen, Virtua Fighter hat sich natürlich enorm verbessert in den folgenden Teilen. Ich kenne das erste Virtua Fighter auch nur
nur vom Sega Saturn her aus. Es sind natürlich hier im ersten Versuch sehr, sehr kantige Kämpfer mit dabei, die für mein Gefühl hier vergleichsweise hoch aufgelöst aussehen. Also weiß ich nicht, in welcher Auflösung konkret das Spiel hier gerendert und dann ausgegeben wird. Ich habe dazu auch den Eindruck, dass es sich ein bisschen träge anfühlt. Habe mich ein bisschen umgehört bei anderen Leuten, die das Astro City Mini auch ausprobiert haben, und die teilen auch den Eindruck. Also eventuell entspricht es nicht ganz der Qualität, die das Arcade-Original hatte. Ich sehe es mehr als kleinen netten Bonus hier drin. Kein Spiel, was ich groß in dieser Version zocken würde. Dann greife ich mir doch lieber eine andere Version von Virtua Fighter 2, 3, 4 oder 5 oder zumindest Remix auf dem Sega Saturn. So kann man sich aber zumindest darüber freuen, dass eventuell weiteren Model Games dann Tür und Tor geöffnet wurde. Hey, es ist Stack Columns. Ich wusste gar nicht, dass es noch einen dritten Columns-Teil gegeben hat. Rein visuell, hier wurde anscheinend so eine Art Casino-Las Vegas-Thematik draufgepackt. Es gibt noch so einen zusätzlichen Modus, wo ihr irgendwie so gewisse Werte einsetzen könnt. Ich habe es ein bisschen probiert. Sieht ganz in Ordnung aus. Wäre eventuell sogar die von mir präferierte Columns-Version, wenn ich sie hier spielen würde. Aber auch hier gilt es, ja, entscheidet euch, ob ihr das zocken wollt. Ichidant R, der Nachfolger zu Tent R, also wieder eine Minispielsammlung, bei der es aber zumindest tatsächlich eine westliche Lokalisation gibt. Nicht hier auf dem Astro City Mini, da gilt das gleiche wie für Tent R. Die Beschreibungen für die Minigames sind weiterhin in Japanisch, also müsst ihr selber mal testen, wie ihr da zu Rande kommt. Auf der Nintendo Switch wurde es aber im Rahmen der Sega Ages Collection umgesetzt und da mit englischen Texten ausgestattet. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe das sogar da drauf, und ja, wenn ich es noch mal spiele, dann werde ich es wahrscheinlich in der anderen Version und nicht in dieser machen. So, und das letzte vollwertige Spiel, was drauf ist, es gibt zwar noch ein bisschen was extra, aber da reden wir gleich drüber, Puyo Puyo 2. Ja, ne, ich habe es auf dem Game Gear Mini hier mit drauf gehabt. Die Version, die ich mir geholt habe, da war das Spiel mit drauf. Da gefällt mir natürlich das Arcade-Original um einiges besser. Da sieht man ein bisschen mehr von den kleinen Blobos auf dem Fernseher als jetzt auf dem Mini-Bildschirm. Ja, ob man davon jetzt die erste Version oder hier Puyo Puyo 2 spielen möchte, ist wahrscheinlich recht vom Geschmack abhängig. Es ist zumindest nochmal drauf und das neueste Spiel, was hier verbaut wurde. Last, aber auf jeden Fall least, ist Dottori-kun, ein Spiel, bei dem man Pac-Man-Style Punkte aufsammeln muss, und das war anscheinend ein Programm, was mit leeren Astro City Cabinets mitgeliefert wurde, damit die Steuern in Japan nicht so hoch gewesen sind, und ja, es wurde der Vollständigkeit halber hier mit draufgetan. Ihr werdet es, wenn überhaupt, maximal einmal reintun, um eure Neugier zu stillen, aber das war's dann auch. Fassen wir dann doch mal abschließend zusammen. Lohnt sich der Import des Sega Astro City Mini? Puh, also bereuen richtig tue ich es jetzt nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich, wenn ich mal mich daran ausgespielt habe und keinen Bock mehr auf die Games habe, es in der Sammlung unbedingt behalte. Es ist schon ein ganz cooles kleines Gerät. Die Bauart ist gelungen, aber dafür hat es eben auch diese erwähnten Mängel, dass das Scrolling nicht immer ganz sauber ist. Wenn man ganz genau guckt, dann fallen einem in der Emulation hier und da bestimmt auch noch irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf, wenn man die Originale zumindest sehr gut kennt. Und die Spieleauswahl hier, das wirkt auch ein bisschen wie Kraut und Rüben. Da sind etliche richtig gute Sachen dabei, aber ich verstehe nicht so ganz, wie du dann alle Columns-Titel mit draufpacken kannst, aber kein Outrun zum Beispiel. Warum muss es zwei Puyo Puyo Spiele geben? Warum hat man so viele andere Games ausgelassen? Wie ist es zustande gekommen, dass man eben hier diese 36 respektive 37 Games drauf hat? Virtua Fighter hätte das vielleicht einen besseren Port verdient als das, was es hier drauf ist. Und ja, so sehe ich es als nette kleine Spielerei, die man sich als Fan, glaube ich, ganz gerne geben kann. Aber von dem Muss ist es ganz weit entfernt. Habt ihr noch Fragen, dann wie gehabt unten in die Comments damit rein und ich schaue, ob ich sie beantworten kann. Ansonsten bleibt auf dem RPG Heaven, mal sehen, wann das nächste Miniaturgerät-Review kommen wird und ob ich mich wieder breitschlagen lassen kann, es zu importieren. Zumindest der Amiga Mini, der wäre ganz spannend, wenn er rauskommt, weil ich ja auch einigermaßen Nostalgie dafür habe. Aber ansonsten sehe ich nicht so viel am Horizont, es sei denn, Nintendo erbarmt sich und der N64 Mini oder der Game Boy Mini kommen tatsächlich irgendwann
irgendwann mal. Ansonsten aber bleibt hier, geht auf plauschangriff.de oder in die Gedankensprungfeeds, wenn ihr Podcast-Versionen bestimmter Beiträge von hier hören wollt. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreon.com/rpgheaven, auf steadyhq.com/rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/katios. Vielen Dank und tschüss!